Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Intensivstation von Harz Madison Hospital Heat. Ja, die Ereignisse spitzen sich zu. Die große Frage ist, wird Allison es schaffen, noch weitere Tests machen lassen zu können, um dann herauszufinden, was mit ihrer Mutter genau eigentlich geschehen ist, beziehungsweise wie man ihr helfen kann. Vielleicht werden wir es diese Folge erfahren, vielleicht auch nicht, weil wir erst in der Mitte dieser Intensivstation sind. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall direkt loslegen. Alles im Budget. Bringe innerhalb von 10 Sekunden den Wagen zu einem Patienten, nachdem er danach gefragt hat. Oh mein Gott, da bin ich ja jetzt nicht so der Experte drin. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Victor, du kannst nicht einfach unsere Wagen nehmen. Mach nicht so ein Drama. Ihr schafft das hier auch sehr gut mit nur einem Wagen. Weißt du, wie viel Queensborough Bridge bereit ist, dafür zu zahlen? Dieses Krankenhaus wird gewinnbringend laufen und dieser Gewinn wird sich schnell einstellen. Du kannst deine Beschwerden jederzeit in meinen Beschwerdekasten werfen. Ach. Ich kann so nicht arbeiten. Keine Sorge, Sophia, wir schaffen das schon. Versuch nur, dich zu beruhigen und entspanne dich. Ja, entspannen wäre jetzt nicht unbedingt das Wort, was mir jetzt in den Kopf gegangen wäre, aber ja, wir haben die 500, wir können Allison schneller laufen lassen. Perfekt und genau passend für diese Aufgabe. Dann hoffe ich mal, dass wir das hinkriegen. Wobei, oh, das ist nicht euer Ernst. Boah, dieses Arschloch hat jetzt genau den Wagen weggenommen, den wir extra verbessert haben. Boah, ey, das, boah. Ohne Worte, ganz ehrlich, ohne Worte. So, innerhalb von 10 Sekunden dahin bringen, heißt aber nicht benutzen, oder? Ich weiß es nicht. Ah, ich hasse dieses. Nachdem ich das ja ein paar Mal machen musste, bevor ich dann herausgefunden hatte, dass ich es gar nicht richtig gemacht habe. Patient, Patient, hinbringen, los, 10 Sekunden. Jetzt hätte ich das mit den goldenen Herzen haben sollen, glaube ich. So, das. Oh, nein, nein, nein. Zählt das auch, wenn ich hier drin bin? Wo ist der Wagen? Schnell hin. Schieb, schieb, schieb. Oh. Ich setze mir schon mal nach oben. Das nehmen wir schon mal. Einmal für dich. So. So, Moment, ich habe Oliver gesehen. Kann ich ja... Oh, ich kann da draufklicken. Okay. Ah! Ich habe ihn aber, glaube ich, erst später gehört irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, Kärtchen. Nächster. Dahin. Du dahin. Wo ist der Wagen? Nein! Ich weiß schon gar nicht mehr, wo er ist. Oh nein, ich wollte die Patientin bzw. die Besucherin jetzt eigentlich nur nach unten bringen. Beziehungsweise nach links. Ich bringe mal dahin. Wasser. Da. Dann dahin. Nein! Och, geh hoch, Mann. Ich wollte ihn gerade auf den Stuhl setzen. Das hat mich hier völlig rausgebracht. So. Mach rein. Schnell. Wo ich allerdings sehr froh drüber bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht mehr diese ganzen Babys zum Wickeln habe. Weil die haben mir den letzten Nerv geraubt, weil die haben einen dann immer angegrinst und haben dann Sachen geklaut und so. Also hier die Windel geklaut und alles. Oh, grauenhaft. Nein, Wagen, Wagen, nein! Oh, ich weiß nicht, ob das von meinen 10 Sekunden abgeht. Schnell da, nein, nicht zu dem, du sollst den Wagen nehmen, verdammte Hacke. Oh, ich glaube, ich habe es aber voll, wenn ich es richtig sehe. Ich kann jetzt gar nicht mehr gucken. Eieieiei. Ah. Ach so, hoch. Entschuldigung. Falsch rum. In die Taschentücher. Schnell. Das. 1, 2, 3. Der Wagen, der Wagen. Wo ist der Wagen denn? Da. Nein. Ach so. Nee, ich habe es nicht voll. Oh, ich verstehe. Eieiei. Okay.
Das ist aber nicht gut. Der Wagen. Ah! In den Wagen! Schlepp den da oben schnell! Oh mein Gott. Die wollte ich jetzt eigentlich nie, aber egal. So, du kannst dich da hinsetzen. Das. Den setzen wir noch schnell dahin. Dann gehst du nach oben. Och, nicht diese scheiß Karten. Das geht alles von meiner Zeit ab. So, runter. Runter. Ich kann mal da hinsetzen. Zack, dahin. So, Wasser. Zack, du gehst nach oben. Das nehmen wir auch noch. Einmal das. Einmal das. Nein, der Wagen. Unterbrich das, die braucht den Wagen. Oh mein Gott. Dich setzen wir hier oben hin. Achso, du kannst schon mal nach da, damit sie dann noch da kann. So. Oh mein Gott. Das. Der sitzt direkt daneben. Du kannst... Nein! Oh. Immer wenn man hier irgendwas am Anklicken ist und Leute am Verschieben ist, dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Das ist ätzend. Das. Du kannst dahin. Nimm da noch eins von. Einmal noch da. Die hat schon wieder Karten für mich. Wollt ihr mich denn alle verarschen? So. Oh na. Du kannst nach da oben. Du kannst nach da. Das nehmen wir mal eben. Dahin. Wasser. Zack. Das dahin. Du gehst dahin. Oh mein Gott. Das. Rüber. Fuck. Ein Wagen. Los. Oh. Taschentücher habe ich noch. Perfekt. Schnell mal eben abkassieren hier. Nein. Der Wagen. Bring den Wagen runter. Ah. Hilfe. Du dahin. Ah. So. Moment. Hoch. Da oben hin. Ach, die guckt. Der Typ, der ist so miesepetrig hier. Der guckt immer so. Den kannst du sofort irgendwo hinsetzen. Der guckt immer so. Das ist grauenhaft, echt. So, schnell abkassieren. Zweimal Wasser. Zweimal. Du gehst dahin. Geh jetzt dahin, Mann. Du gehst dahin. Dahin. Das. Du kannst ja jetzt Kaffee holen von mir aus. Obwohl Wasser eigentlich gereicht hätte. Ist sowieso gesünder als Kaffee. Ah, komm, wir brauchen den Wagen. Den Wagen. Schieb den rüber. Ich brauche den Wagen aber hier, um das machen zu können, ne? So eine Scheiße. So, und jetzt schnell dahin. Die braucht auch den Wagen. Dich setzen wir schon mal dahin. Rüber. Was eigentlich Schwachsinn ist, aber egal. Ich hätte natürlich auch anders laufen können. So, dahin. Oh, ich kann schon wieder nichts machen hier. Nach oben. Wo wollte ich dich hinstellen? Dahin. So, du kassierst mal eben schnell. So, dich setzen wir in der Zwischenzeit dahin. Zack. Du dahin. Du hast ja sowieso mal schlechte Laune. So. Ach, da du gerade schon mal hier stehst, kannst du auch direkt Wasser mitnehmen. So, den da oben... Ignoriere ich jetzt, das ist sowieso ein Arsch. So. Einmal das. Du tippst auch. Und einmal abkassieren, bitte. Und ich glaube, dann haben wir alle, oder? Aber ich habe den Oliver nicht gefunden. Glaube ich zumindest. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Doch, ich habe doch einen Oliver gefunden. Und die Herausforderung gemeistert. Aber ich bin so knapp an diesen blöden Edelsteinen vorbei. Ey, das ist nicht euer Ernst. Ich habe so viel. Ich habe alles gegeben, Leute. Es ist wohl an der Zeit. Oha. Daniel, bist du oben? Oh, tut mir leid.
Ich wusste nicht, dass deine Eltern dich besuchen. Ich kann später wiederkommen. Sei nicht albern, wir sind doch nur hier, um Daniels neuen Job im Queensboro Bridge zu feiern. Queensboro Bridge? Ja, ich wollte es dir noch sagen. Ich will nicht wieder in diese Phase voller Selbstmitleid verfallen. Aus diesem Grund habe ich mich für eine Position im Queensboro Bridge beworben. Egal. Und sie nehmen mich mit offenen Armen auf. Das ist ja wunderbar, Daniel. Ja, das ist es. Aber darüber wolltest du nicht mit mir sprechen, oder? Nein. Ich wollte auch etwas tun, um ebenfalls nicht in Selbstmitleid zu verfallen. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich könnte wahrscheinlich die zusätzlich benötigten Tests im Queensboro dazwischen schieben. Bist du dir sicher? Das ist eigentlich viel zu viel verlangt. Allison, du warst bereit, alles für mich zu riskieren. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Vielen Dank, Daniel. Pass nur auf, dass Victor dich nicht bei der Entnahme der Proben erwischt. Es tut mir leid, ich kann leider nicht bleiben. Er ist noch völlig hin und weg, dass sie ihn umarmt hat. Irgendwann musst du mir in einer ruhigen Minute einmal erklären, warum du und Allison immer noch kein Paar seid. John! Okay, ja, dann würde ich sagen, schnell geht's weiter. Die nächste Herausforderung: kaputte Betten. Ach du Scheiße. Alle Betten funktionieren nicht mehr richtig. Stabilisiere sie schnell, bevor du deine Patienten behandelst. Das heißt was, dass ich da drauf klicken muss oder so? Ich weiß nicht, wie das dann aussieht. Oh, Scheiße, was ist das? Hallo? Ah, es geht ja schon los. Oh mein Gott. Ja, komm, geh da hin, geh da hin. Oh, und dann auch noch gerade diese Scheiße, die ich so hasse mit den Betten. Oh, ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist hier irgendjemand? Moment. Achso, nee, ja, mir fehlt was. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und dann kommen jetzt auch noch die Dinger. Ach du Scheiße. Und dann gehen jetzt gleichzeitig noch die Betten kaputt. Wollt ihr mich verarschen? Oh, Leute. Warum tippt die jetzt? Kümmer dich ums Bett, los. Da auch. Was macht die? Die soll dahin gehen. Los. Oh, ist das dein Ernst hier? Vor allen Dingen dieses Krachen, das hört sich so nach Weltuntergang an. Das ist ja schrecklich. Ah, da ist auch noch einer kaputt hier. Also nicht der Patient, sondern das Bett meine ich jetzt. Ja, komm, mach. Ich habe auch nur noch eins von den Dingern, ne? Habe ich immer noch keine neuen. Ah, ja. Die setzen wir mal nach oben. Zack. Du nach oben. Rüber. Zack. Oh, komm schon. Du nach da. Ja, wir sind hier immer noch nicht abkassiert. Hallo. Ja, das Arschloch kommt auch noch daran. So. So, komm. Wieso hat die das Wasser jetzt nicht gegeben, wo ich eben drauf geklickt habe? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss die Betten stabilisieren. Stabilisieren. Weg da. Und weiter geht's. Das dann nach da oben. Du nach da. Dich behandeln wir mal eben schnell. Dann geht's weiter. Tipp, tipp, tipp. Komm, geh nach oben. Oh mein Gott, ich muss die kurz. Ah! Wollt ihr mich jetzt verarschen hier? Ist das euer Ernst? Es ist doch Verarsche pur. Das hört sich hier echt nach Weltuntergang an. Der nächste Weltkrieg ist im Gange oder was? Mitten im Hospital. Ja, geh hin. Los. Stock da nicht immer. Mein Gott. Lauf. Zum nächsten. Dich können wir auch schon mal. Oh, können wir nicht. Hab zwar rechtzeitig geklickt, aber du bist nicht rechtzeitig hingelaufen, blöde Kuh. So, das einmal stabilisieren. Zack, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Wo habe ich das Gerät? Komm, geh rüber.
Das dahin. Oh. Sie können wir schon mal hier hinsetzen. Das war jetzt nicht so intelligent von mir, aber egal. So, ja. Och, komm, noch eine Behandlung damit. So, die braucht das dringender. Mach schon. Nach oben, zack. Unten. Ah, oh, wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, wieso mal genau dann, wenn ich denke, okay, jetzt kannst du dich endlich mal um was kümmern. Nein, hier unten, nicht da oben. Okay, da. Komm, nimm das eben mit auf den Weg dahin. Dahin. Och, dann eben nicht dahin. Es ist so ätzend, dass die das dann nicht annehmen, sondern rauswerfen. Okay, in dem Fall hat das mal ausnahmsweise angenommen. So, der hat nichts mehr. Du dahin. Du dahin. Wir haben jetzt kein Bett mehr, was jetzt aktuell kaputt ist. Ich sollte das nicht zu laut sagen, glaube ich. Ja, das war mir klar. Guck mal, eben schnell abkassieren hier. Betten. So, schnell. Kannst dahin. Wo ist das Ding? Ach, da unten ist das Ding, okay. Das geht nach da oben. Oh mein Gott, ich muss wieder zum Bett. Ich glaube, ich lege mich lieber ins Bett. Oh nein, komm, ich wollte dich gerade rüberschicken. Ins Bett, Decke drüber und dann nichts mehr sehen, nichts mehr hören hier. Das ist ja schrecklich. Geht ja alles kaputt hier in diesem Krankenhaus. Du dahin. Taschentücher. Und nochmal Taschentücher dahin. Scheiße. Nächster. Oh mein Gott. Ich kann mich jetzt nicht mal um solche Spirenzchen kümmern, wie jemand irgendwo hinzusetzen. Die ganzen Betten sind wieder kaputt. Hilfe. Ach, ja, geh dahin. Okay, gut. Da ist noch... Drei Betten sind hier noch, die kaputt sind. Moment. Einmal... Jetzt geh doch mal dahin, Mann. Zweimal. Und dreimal. Wenn ich gerade schon hier bin, kann ich nichts machen, weil ich das nicht habe. Okay. Ich kann mir auch schon mal dahinsetzen. Was braucht der? Wasser braucht der. So, Wasser. Immer das. Zack. Immer das. Dahin. Oh mein Gott. Ja. Ihr seid mir jetzt sowas von egal. Die Patienten hier sterben gleich, weil die Betten kaputt sind. So, nächster. Oh, ich kann hier wieder nichts machen. Geh endlich nach oben, Mann. Ach, jetzt will der noch eine Behandlung mit dem Ding haben. Wollt ihr mich veräppeln? Komm, bevor der hier abnippelt. Doch, du sollst es mitnehmen. Ich klicke doch nicht umsonst da drauf. Allison, Mann. Denk mal ein bisschen nach und mach einmal das, was ich mache, beziehungsweise wo ich drauf drücke. So. Du auch. Hallo, lauf da doch mal hin. Ah, mein Gott. Jetzt mach. Ach, jetzt will der auch noch was haben. Oh, komm. Diese Betten machen mich wahnsinnig. Wieso ist die jetzt bei der? Wieso macht die das Wasser nicht? Jetzt geh endlich nach da oben. Hallo. Den auch. Und das nach da oben. Los, schnell. Einstellen, den nach oben. Oh, kassier die mal eben schnell zwischendurch ab, sonst drehe ich hier nicht durch. So, Moment, das. Och, wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst jetzt? Wieso genau in dem Moment? Man muss die Behandlung weiter warten. Ich muss erst die Betten machen. Oh, komm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Betten jetzt schon gemacht habe oder ob ich die jetzt noch weitermachen muss oder was weiß ich was. Es ist ja
grauenhaft hier. Nochmal betten. Komm, jetzt mach. Lauf doch einmal dahin, wenn ich da draufklicke. Wasser, Wasser, Wasser. Oh, ich habe das Bett vergessen. Scheiße. Das mal eben ab und gehe schnell zu einem Bett rüber. Ich habe es nicht vergessen, aber ich habe es nicht gesehen. Sagen wir es mal so. Der geht da unten hin. Zack. So. Zack. 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 Dann nach die. Dann wieder der. Schnell abkassieren. Oh! Ich glaube, ja, abgehakt. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Ach so, den muss ich auch nochmal? Okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass das jetzt kein Patient ist, aber okay. Oh mein Gott, ich habe überhaupt nicht gehört, ob irgendwo Oliver gekommen ist. Fällt mir gerade auf. Ach nee, Oliver kommt ja gar nicht bei der Runde, stimmt ja. Oh. Ja, ich hab's geschafft. Puh, dann machen wir zum Abschluss noch das Level, würde ich sagen. Zeit zu handeln. Sammle Untersuchungsproben von Mathilda ein. Okay, Ärmel hochgekrempelt und los geht's. Also, wenn du die Patienten von diesem besonderen Krankenhausbettzeug überzeugen könntest. Victor, die meisten meiner Patienten liegen im Koma oder sind in äußerst kritischem Zustand. Nun, ein Versuch kann ja nicht schaden. Ach. Eventuell könnten wir ja versuchen, das an die Familien zu verkaufen. Mir gefällt deine Denkweise. Puh, das war knapp. Ich dachte, dass Victor angeordnet hat, dass wir keine weiteren Tests mehr durchführen dürfen. Diese Proben werden im Queensboro getestet. Das ist sehr innovativ, Allison. 200, mit anderen Worten, das ist für eine Arsch, weil wir haben nichts dazu bekommen, was wir irgendwie verwenden können. Okay, aber wir haben da oben jetzt was Neues bekommen, habe ich gesehen, was wir noch verwenden müssen. Ja, zwei neue Artikel. Untersuchungsproben. Untersuchungsproben. Also untersuche die Proben. Ach, egal. Wir sollen auf jeden Fall die Proben nehmen von ihr. So. So, dich setzen wir dahin. Oh, kann man das mit den Proben irgendwie schneller machen? Hallo? So, dahin. Dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Schnell ein Glas Wasser, Proben, du dahin, dahin. Dich setzen wir dahin. Einmal, komm, jetzt nimm das an. Zweimal, dreimal. Proben, während ich hier mal ein paar Leute wieder umsetze. Wasser. So. Die Dinger schon wieder. Ach, jetzt mach. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das jetzt einmal komplett durchziehen müssen oder ob wir mehrere Proben machen müssen. Was, was, wo? Wo? Ich habe Oliver gehört. Da. Du gehst nach da. Wo ist das Ding? Ach, da stehe ich vor. Oh. Dann kann ich es natürlich nicht sehen. So, dich setzen wir dahin. Du gehst erstmal hier. Ah, jetzt müssen wir dich noch da runterziehen. Einmal das, einmal das. Du stehst direkt daneben. Das dafür. Jetzt geh doch mal dahin, Mann. So schwer ist das nicht. Den ziehen wir nach oben. So, das dafür. Zack. Eben ein Glas Wasser. Zack, damit der sich nicht beschwert. So. Das eben machen. Schnell abkassieren. Oh, ich komme überhaupt nicht mehr dazu, hier irgendwas zu machen, Mann, weil ich hier nur noch rumlaufen muss. Wollt ihr mich verarschen? So, den setzen wir hier hin.
Die setzen wir dahin. Das Ding holen wir eben hier hin. Es ist zwar blöd, wenn ich so hin und her laufe gerade. So. So. Du noch da. Du noch da. Schnell abkassieren. Hä, wieso hat er sein Wasser jetzt immer noch nicht? Hallo? Komm, 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 mach. Oh, muss dann gerade das kommen? Natürlich bei ihr dann auch. So. Das dahin. Das dahin. Ich muss ja mal zwischendurch wussten, das Ding. Das dahin. Zack. Ah, jetzt muss ich auch noch klicken. So, Moment, Bett. Wenn du schon hier stehst, dann kassier die mal schnell ab hier. Weiter, 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 weiter. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da. Der hat's gerade nötiger. Nein! Warum immer dann, wenn ich die wegschicke? Also irgendwo hinschicke. Das hier hin. Zack. Das dahin. Die dahin. So, den dahin. Oh, fuck, 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 fuck. Damit muss ich auf. Okay. Ich wusste gerade nicht mehr, womit ich auffüllen kann. So, das da. Das dahin vor allen Dingen. Den dahin. Das da. Zack. Ja, Moment. Du dahin. So. Zack. Den da drunter. Oh, tipp doch mal dahin. Nein, kein Schichtende, kein Schichtende. Mann, wieso geht die da nicht hin? Ich muss das noch schnell machen. Tut mir leid, Leute. So, die Proben haben wir. Perfekt. Und dahin, schnell abkassieren. Das war jetzt die falsche Seite, aber egal. Dahin, dahin. Runter. Sieh nach da oben. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Oh, sag doch, dass er jetzt was anderes braucht. Ich wusste, das ist wieder dieses Scheißbett. Okay, du dahin. Och, hat er das jetzt noch angenommen? So wie ich die kenne, wahrscheinlich wieder nicht. Nein, er hat es nicht angenommen, obwohl ich schon draufgeklickt hatte. Das nach oben. Sup. So, dich dahin, du dahin. Kassier mal ab in der Zwischenzeit. So, Glas Wasser an die alte Dame, damit sie nicht zusammenbricht. Ja, tut mir leid, der hat weniger Herzen hier unten. Ja, auch wieder zum Klicken, so. Wobei mir Klicken lieber ist als das hier. So, Moment, Taschentücher. Das Ding rüber. Hallo, nimm es jetzt endlich. Einmal. So. Das ist die nächste. Davon holen wir eins. Da. Und das dahin. Den müssen wir nach da oben stellen. Den nach da setzen. So. Ein bisschen abwechselnd hier. Oh mein Gott. Okay. Okay, dich setzen wir dahin. Wasser. Den. Das kann nach oben. Den. Er kann nochmal Kaffee trinken. Doch, kann er. Dann hat der wieder was Neues. Und alle einmal abkassieren. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gemacht. Oh mein Gott. Aber Oliver habe ich gar nicht gesehen, glaube ich, ne?
geschweige denn gehört. Doch, ich hab ihn. Oh Gott. Aber leider, leider den letzten Stern nicht mehr. Naja, schade, schade, schade. Oh mein Gott. Hast du alle Proben? Ich schließe gerade die letzte ab. Und fertig. Sehr gut. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen, aber es kann etwas dauern. Ich verschwinde lieber schnell wieder, bevor mich noch jemand sieht. Daniel, du hast etwas gut bei mir. Ja, und wie wir sehen, kommen unruhige Zeiten auf uns zu. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn für diese Folge ist jetzt erstmal Schluss. Und den Rest können wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.